Dir die Füße küssen? Dir ist der Ruhm ja wahrlich zu Kopf gestiegen. Aber sicher doch, ehrlich. Für wen hältst du dich, dass du so mit mir redest? Für Nicole Blank, bald die Frau des Mannes, dem ihr alle gehört? Ich gehöre niemandem, denn ich habe mich nie zum Verkauf angeboten. Im Gegensatz zu dir, denn du, du hast ja ganz offenbar einen Preis. Jeder hat seine Waffe zum Spielen, Linda. Heute habe ich die Macht, dich zu zerquetschen. Und jetzt verschwinde gefälligst und bleib mir aus den Augen. Und ich will dich auch nicht mehr sehen. Heute nicht und nie mehr. Tschüss. Komm, Linda, ein Rückzug ist jetzt das Schlauste. Wir denken später in Ruhe über die Situation nach. Soll ich mich mit der noch anlegen oder was? Nee, lieber nicht, ey. Die ist doch so eine hohle Birne, ey. Die brauche ich nicht. Dann esse ich die Birne lieber. Dafür ist die Birne auch zu schade. Entschuldigung. Du hast recht. Es lohnt sich nicht, meine Energie an dieser Frau zu verschwenden. So sieht's an mir aus. Genieße deine 5 Minuten Macht, Nicole. Früher oder später wirst du schon die Rechnung bekommen. Das hoffe ich doch. Ja. Oh Gott. So widerlich, ey. Wieso habe ich nichts gesagt? Ich hätte sie zum Teufel schicken sollen. Durch diese Frau fühle ich mich so machtlos. Davon hätten wir nichts gehabt. Wir müssen so oder so mit ihr zurechtkommen. Wir müssen uns organisieren. Bevor es weitergeht, muss ich etwas gegen Sodbrennen nehmen. Ich wollte gehen, um dir so bald wie möglich zu sagen, dass ich das gesamte Gespräch mit meinem Handy aufgenommen habe. Was? Ich habe jedes giftige Wort, jede Schikane. Und was soll uns das bringen? Sicherlich nicht, um sie zu erpressen. Aber die Öffentlichkeit wird sie dafür nur zu gern hassen. Oh, mies, aber gut. Das wirst du nicht glauben. Nicole ist Mariskals neuer Freundin. Deshalb bleiben mir alle Türen verschlossen. Sie hat damit zu tun. Das ist ja furchtbar. Und ich hatte sie unter Vertrag. Das ist ja unglaublich. Gleich mal rausschmeißen, die blöde Kuh. Ja, hoffentlich. Zum Glück hat Alexis mitgedacht und das gesamte Gespräch aufgenommen. Ich will sie in der Pressekonferenz öffentlich bloßstellen. Wozu? Um sie zu demütigen und Mariskal dazu zu zwingen, mich im Plattenlabel wieder unter Vertrag zu nehmen. Ich verstehe, dass er auf Nicole wütend ist. Wieso er? Und sie hat es sich verdient, dass man sie bloßstellt. Aber das muss man sich gut überlegen. Wenn es schief geht, kann alles noch schlimmer werden. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich werde deine Entscheidung unterstützen. Geil. Du behältst es für dich. Du gibst die Konferenz. Klar. Tun wir es. Die Welt soll wissen, was für eine schreckliche Person Nicole Blank ist. Ich werde Alexis anrufen, damit er die Pressekonferenz so bald wie möglich organisiert. Was macht der denn? Ach nö. Was für ein Zufall. Wie geht's dir, Polly? Hallo, Milton. Joao. Papa, kann ich im Sandkasten spielen, bitte?
Lauf nicht zu weit weg. Immer so, dass Papa dich sehen kann. Ich habe mir schon Ausreden einfallen lassen, um unsere geheime Verabredung einhalten zu können. Ich war schon lange nicht mehr bei einem Liederabend. Ich kann es kaum erwarten, den Sänger kennenzulernen. Wenn du eine Verabredung mit ihm willst, dann musst du dich selbst darum kümmern. Jetzt werde ich gleich eifersüchtig. Papa, kaufst du mir Zuckerwatte? Hä? Klar, mein Liebling. Das ist Zucker, hallo. Und noch eine für Polly? Bin gleich wieder da. Passt du kurz auf ihn auf? Selbstverständlich. Hallo Joao, wie geht's dir, Kleiner? Gut, aber ich vermisse Papa. Aber er kommt doch gleich wieder. Er kauft nur schnell die Zuckerwatte. Nein, ich vermisse ihn zu Hause mit Mama. Ich dachte, sie würden wieder zusammenkommen. Aber es sieht nicht danach aus. Was sagt denn Cynthia dazu? Warum hast du so zweifelhaft gewirkt, als wir bei der Taufe von Rebecca sprachen? Was? Du vertraust dir nicht, oder? Ja, ich weiß nicht. Irgendwas hat die Frau. Vergiss es. Ich wollte mich gar nicht in etwas einmischen, was mir nichts angeht. Oder was mich nichts angeht. Jetzt brauchst du dich nicht mehr zurückziehen. Ich muss wissen, was du denkst. Ehrlich gesagt, einige Dinge, die du mir erzählt hast, scheinen mir schon verdächtig. Was? Glaubst du, dass Ronaldo an dieser Frau interessiert ist? Du glaubst es nicht, alles ist möglich. Nein. Keine Chance, glaub mir. Er ist definitiv nicht mehr hetero. Und außerdem zweifle ich an ihrer Loyalität nicht. Was? Zweifle ich ihre Loyalität nicht an? Sie ist sehr treu. Verzeih mir. Ich wollte dich nicht beunruhigen. Wir wechseln besser das Thema, oder? Was meinst du? Du hast das Thema doch aufgebracht. Und jetzt wechsle ich es. Wie steht es um die Romanze zwischen Milton und dieser Herzbrecherin von einem Babysitterin? Ich weiß nicht, was ich deiner Meinung nach hätte sagen sollen. Das ist nicht meine Angelegenheit. Eben. Deine Gleichgültigkeit überzeugt mich nicht gerade. Nee. Nicht mein Problem. Hast du irgendwann einmal darüber nachgedacht, wieder mit ihm zusammenzukommen? Ich hatte daran gedacht. Das Thema ist abgeschlossen. Ich glaube schon, dass ich darüber nachgedacht habe. Ehrlich gesagt habe ich mir kurze Zeit mit dieser Idee Hoffnungen gemacht. Ich nahm ihn so anders wahr, so engagiert. Ich dachte, wir könnten wieder eine Familie sein. Aber daraus wurde nichts. Romantische Beziehungen sind überhaupt nicht einfach. Nee. Erzähl mir was Neues zwischen dem, was mit Francisco war und dem, was mit Milton war. Ich habe mich entschieden, keiner Männer mehr für mich. Was? Wie geht's auf Frauen zu? Erzähl keine Lügenmärchen. Sonst bekommst du noch eine lange Nase. Hallo Leute. Herzlich willkommen zu dieser Reality-Show von Geständnissen und Ratschlägen. Erzählen Sie uns, was Ihnen auf den Herzen liegt. Das kommt mir sehr gelegen.
weil ich euch jetzt wirklich brauche, ihr Lieben. Was ist los? Ich habe Aufnahmen, die Nicole Bling zerstören könnten. Ich werde eine Pressekonferenz geben und sie bloßstellen. Endlich bekommt diese Schlange, was sie verdient. Solange du keinen Krieg auslöst. Den Krieg hat sie angefangen. Und es gibt kein Zurück mehr. Für die OP des Jungen ist alles in Gang gesetzt. Die Eltern wollen dir danken. Du bist wie ein Gott für sie. Davon will ich nichts hören. Das ist nicht nötig. Du hast ihm und seiner ganzen Familie ein neues Leben geschenkt. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Es gibt Tausende von Hilfsbedürftigen in diesem Land. Wer weiß, wie vielen Kindern es ähnlich geht und wir wissen es noch nicht einmal. Man kann sich nicht um alle kümmern. Wir tun, was wir können. Aber wir können noch mehr tun. Wir haben Linda, die von vielen geliebt wird. Was schwebt dir vor, dass die Musik dazu zu nutzen, um die Herzen der Menschen zu bewegen? Ja. Ja, und was zieh ich an? Oh nein, bitte nicht. Heute ist es wichtig, Nicole bloßzustellen. Ja, aber wie viel besser wäre es, wenn ich es mit Stil mache? Oh nein, bitte nicht. Mal sehen, was wäre der ideale Look für einen Star der Gerechtigkeit? Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Göttin aus Gold? Oh nein, nicht sowas. Ich hab's geahnt. Nee. Oh mein Gott. Mit diesem Kleid wird niemand die Augen von mir abwenden können. Wahrscheinlich, ja. Bin ich ein Star oder was? Nur ein Blitzlicht von Gold. Ich will etwas anderes probieren. Ja, bitte. Oha. Auch mit Blumenmuster. Ach, dann gehe ich lieber normal, ganz ehrlich. Ach Gott. Nee, das mache ich auch nicht. Also ich persönlich mag es nicht. Wie es gefällt. Na, oh mein Gott, dann ist das so. Das gefällt mir. Nee. Die hellen Farben verleihen mir Selbstvertrauen und Glaubwürdigkeit. Das ist ideal, um eine derartige Bombe abzuwerfen. Ich will etwas anderes probieren. Wie wär's denn mit lässig? Ganz lässig. Komm. Es ist besser, wenn ich nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehe. Eben. Aber das ist meine Rückkehr ins öffentliche Leben. Ich sollte das ausnutzen. Ich probiere noch was anderes, weil da stand gerade was anderes, glaube ich, oder? Was stand denn da? Okay, doch nicht. Okay. Ich hab gerade gesagt, ich will nochmal das Lässige sehen, warte. Ach Mensch, das habe ich gerade auch schon gesehen. Ja, Mann. So ist es gut, glaube ich. Also, das gefällt mir. Das kostet auch nichts. Zufällig. Ich nehme das. Im Zweifel ist es besser, etwas Gemütliches zu tragen. So sieht es nämlich aus. Ich hoffe, dass die Presse nicht auf mein Outfit achtet. Welches Outfit? Hast du dir die Kleidung für die Konferenz mitgebracht? Das werde ich anziehen. Ist das gut? Ist das nicht schlecht? Könnte aber besser sein. Ehrlich gesagt habe ich Zweifel an dem, was ich gleich tun werde. Nichts da. Nicole hat nicht einen Moment gezögert, dich zu zerstören. Was du tust, ist nur ein Akt der Gerechtigkeit, Linda. Ich hoffe, dass das in den Medien die Runde macht.
denn Mariscal ist sehr einflussreich. Wenn er sich es in dem Sinn setzt, kann er alle zum Schweigen bringen. Vergiss es, die Medien machen daraus ein Blut- und Gitterfest. Also es ist so weit. Nein, also es ist soweit. Bereit, Linda? Es Telefon, warte. Es ist sie. Nicole, was willst du? Ich weiß, was du tun willst. Auf meine Informanten ist Verlass. Ich warne dich. Nur einmal, wage es ja nicht. Sonst bekommst du alle Anwälte meines Verlobten auf den Hals gejagt. Ich habe keine Angst vor dir, Nicole. Tschüss. Das solltest du aber, denn wir werden dir dein Leben zur Hölle machen. Wenn du schon wenig Zeit mit deiner Tochter verbracht hast, wirst du jetzt in Gerichtssälen leben. Du, überleg es dir gut, Verliererin. Ciao. Linda, alles gut? Alles raus mit euch. Wir müssen mit der Konferenz anfangen. Danke, dass Sie alle gekommen sind. Jetzt lasse ich Linda Brown zu Wort kommen, die sehr wichtige Informationen hat. Oder besser gesagt, explosive Informationen. Ja, tut mir leid, aber das mache ich. Das mache ich. Danke an alle, dass sie gekommen sind. Ich muss einen ernsten Vorwurf machen. Nicole Blank misshandelt Menschen und hat damit gedroht, meine Karriere zu zerstören. Und jetzt, da sie Mariscals Freundin ist, missbraucht sie seine Macht. Damit es alle aus ihrem Mund hören können, oder damit sie es alle aus ihrem Mund hören können, das ist die Aufnahme. Heute werden Sie die wahre Blank kennenlernen. Klingt so, als wenn Linda Brown so zur bösen Braut wird, so nach Motto, ne? So richtig so rachesüchtig mäßig. Aber Nicole Blank hat's verdient. Tut mir leid, aber das muss leider sein. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Linda Browns Interaktion Story. Ich bin damit raus, haut rein, bis denn und ciao.